Problem in Rüstung ist komplett im Arsch, ne? Hm. Wenn nicht, dann lockt die alle zu mir. Der eine ist an. Oh, ich hab Dark gekillt. You killed Dark, Level 65. Oh, nice. Ich bin cool, mit Raketen schießen. Oh, ich hab meinen ersten Kill. Yay. Yeah. Dann schenken wir dir das im Lanzer. Ja. Sehr gut. War das jetzt Cry gewesen, oder? Nee, Dark. Keine Ahnung. Schnell, Lutz ist immer ganz schnell im Looten, ne? Ich merk schon. Also ich hab ja noch einen anderen. Lass mir was. Kleben. Ist das ein Spieler? Ja, das ist ein einer auf dem T-Rex. Der aber ist so gelblich. Der ist so gelblich. Oh nein. Vorsicht, der geht auf euch. Geht mal alle weg dort. Lutz. Der. Ich muss warten, bis er kacken muss. Rechts. Lass uns auf den drauf gehen. Ja, auf den hier rechts. Scheiße, ich hab Todeslag. Versucht mal mit dem Grappling-Hook runterzuholen. Nee, ich bin dabei, aber ich treffe den nicht. Könnt ihr mich da beschützen? Okay, dann wieder da. Oh, noch ein gekillt! Jax Gork ist... Slater. Rakete? Ja, ich hab ihn mit einer Rakete wieder getötet. Ja, passt auf mit Raketen, das ist ein gutes Spiel von uns. Ja. Ich versuch den mal irgendwie runterzuziehen, aber das wackelt alles die ganze Zeit so. Ja. Und jetzt steht der David da drin. Naja, nee, ist alles easy, der Typ ist tot. Und der ist tot, der Spieler? Ja. Der Spieler ist tot, aber es sind nur die Dinos da. Alles bei denen hat okay. Oh. Ist da hinten noch einer? Nee. Das Problem ist, dass Schlepper und so stehen übelst kacke, die stehen zwischen den Toren. Mhm. Tja, dann müssen wir wohl eins auch sprengen. Ja, geht nicht anders. Die Haupttore sind übrigens auch offen hier. Ja, die haben sie aufgemacht. Oh, da sind noch Spuckpflanzen. Damit da oben hier sind die. Da oben sind die. Damit Old Republic durch konnte, deswegen hatten sie unten noch die Haupttore aufgemacht. Oh, jetzt war ich. Wow. Ist das leck gewesen? Bei Bugs kannst du mal helfen, das ganze Metall hier reinzubringen. Oh nein, und der Schlepper. Oh, ey, weißt du was? Der Schlepper ist in die andere Schicht gefallen. Wir müssen jetzt zwei Tore deswegen kaputt machen. Warte, ich komme mal, ich hab noch Raketen. Die jetzt übrigens hier unten. Füll Loot immer am besten. Du kannst dir kein Stargate bauen, das ist von den Strukturen. Oder brauchst du hier erstmal dahin? Geht dann leider nicht. Nur hab ich schon gemacht, also. Das nervt mich jetzt hier. Hat einer von euch noch Gewicht, weil hier gespawnt hat gleich und hier ist noch eine Menge Metall. Das Skillgewicht. Ja, ich weiß, aber jemand anders vielleicht. Wo ist die? Bist du drin? Ja, ich bin drin. Wie bitte? Ja, bitte. Ja, war das? Ich bin das. Achso, das sind so Wandtresore, die sind von der anderen Seite hier auch. Guck mal von der. Aber außer der hier hinten sind die alle entlockt. Wo soll ich mich jetzt mit Schlepper hinstellen? Warte mal, geh mal da weg, Maulwurf, der ist noch gelockt, dann spreng ich den mal. Am besten in die Base reinkommen. Hat noch irgendeiner einen Raketenwerfer? Ja. Jo, ich hab noch. Jo. Wie viel braucht das noch? Hier war nicht irgendwo ein Eingang gewesen. Ryan, komm mal hier ich zu mir. Ich seh leider nichts. Ich komme. Kommt mal hier durch. Ich stelle mich hier hin, haben. Okay. Spring mal hier hoch. Was kannst du? Da hinten die Tür. Alles klar, geh mal aus dem Weg, geh mal zurück. Gerade hinten durch. Genau, gerade, ja. Ja. Der erste Schrank, linke Seite. Ich hau mir jetzt mal so ein Fleisch rein. Warte mal, der hier ist kaputt. War mal eben hell. Jo, also das Fleisch ist gut, das bringt ein bisschen was, oder? Also ich finde, das ist ganz geil. So, wo soll ich hin? Teil durch. Hier. Schrank, linke Seite. Da haben wir uns. Guck mal, Teil durch, ich habe auch keine Hose an. Wir rebellieren, indem wir keine Hosen. Ja. Ich habe auch keine Hose. Indem wir unsere Hose verlieren. Okay, ist durch. Ist auch noch Obsidian. Und hier drüben ist auch offen. Ja. Wow, Rüstung. Warum genau das Gegenteil von dem ersten Raid, oder? Es war diesmal wieder ein bisschen mit Vorplanung und alles. Aber ab dem Moment, wo wir das Ding da befestigt hatten, das hatte ein bisschen was von dem Tower Rush oder so, finde ich, wie bei Age of Empires. das kann man auch nicht immer machen, das wird irgendwann auch langweilig, aber jetzt hier irgendwie, das ich fand es nochmal ziemlich spaßig, muss ich sagen. Das müssen wir noch aufsprengen. Jo. Das vor uns. Ja, hier, die Ecke hier, das hier. Alles warte, klar. André, wenn wir jetzt 15.000 Metall mitbringen, kriegen wir dann unsere Rüstung ungefähr ersetzt, was wir ausgegeben haben? Ich glaube, das Metall ist nicht so das Problem. Was denn dann? Ja, Gunpowder und alles. Wie sieht's aus mit Zementpaste? Sieht noch gut aus. Hey, Luft, jetzt geh ich doch nochmal farmen, jetzt gehen ja alle offline. Da kann ich einen guten Run machen.
Also die ganze Sniper-Muni haben wir rausgehauen, bestimmt 1000 Schuss oder so. Ja, ne, ich schätze mal, dass Lutz allein davon 500 Schuss verbraucht hat. Aber ist okay, hat einen besseren Schnitt als ich. Wenn alle 100 Schuss ein Spieler killt, ist das in Ordnung, finde ich. Ich hab da ganz gut was weggeschossen. So, kannst du noch angemessen laufen? Nee, sind wir nicht drin, oder? So, Achtung, ich laufe jetzt hier lang. Ich, Antrieb, kannst du ein bisschen entladen? Ich laufe einfach hin und her mit dem Wolf. Ich bin zunächst mal in der Lage ansonsten. Bist du in der Base, oder? Ich komme jetzt gleich. Okay. Ist irgendwo eine Tür jetzt offen? Nee, aber wir sind gerade am Arbeiten gerade dran. Ja. Beziehungsweise... Ich habe noch C4, Phil, ich stopp dir das mal. Habe ich auch noch. André, du kannst da warten, wo Metall hin muss. Habt ihr das mal hingelegt? Hier. Ja, ich seh's. Ja, nicht mit dem Raketenwerfer da drin. Och Mann. Na, sonst sind wir alle tot. Oh. Du hast keine Hose mehr an. Achtung. Jo. Da ging Stargate gerade an. Leute, das wird jetzt, zum Running Gag, Alter. Wow. Alter. Was ist denn hier kaputt gegangen? Oh, die Ceiling hier. Jo. Alter Schwede. Sieht teilweise voll komisch aus, wenn jetzt alles so hell ist. Sieht wieder normal gleich. Tudum. Sprengung. Ja doch, also deutet das falsch, das bringt auf jeden Fall was. Das ist immer noch nicht oft. Theoretisch kann ich doch jetzt das hier benutzen. So, ich nehme jetzt einen Raketenwerfer. Was hier? Ich hab auch noch C4. Ja, spreng noch die Wand daneben. Ey, ich sag mal Glas. So, ne, das war die Sechen der Teleporter gewesen, definitiv. Jo. So, Ante, ich bin ganz oben. Bist jetzt rein. Bam. Ja, wir sind drin. Oh, Vorsicht. Oh nein. Ich will ihn nicht töten. Ich mag ihn nicht. Okay. Alter, geht's euch noch gut? Da hast du zwei Spieler auf einmal getötet, Maulwurf. Jo. Alter! Mit der Schrotflinte, oder was? Skiller. Genau. Wie viele Schüsse hast du gebraucht? Das war gar nicht so viel. Ich glaube, das waren vielleicht 5 Schuss bei den einen. Und die waren beide im Level eigentlich recht hoch, glaube ich. Was waren die? Ich glaube, die waren recht hoch. Ja. Okay. Den wollte ich abbauen. Also ich glaube, im 80er-Bereich waren die. Ich bin mir jetzt nicht mehr so genau sicher. Schleppers leer. Okay, danke. Hier ist auch noch ein Generator, sehe ich gerade. Schön. Ja. Oh, okay. Das war wahrscheinlich der Boot drauf hier. Also irgendwo würde ich schon denken, dass da vielleicht noch... Ah, hier ist noch ein Fabrik. Die gerne so viel rausgehauen haben. Ah, hier, Electronics. Noch mehr Electronics? Und Perlen. Und ein Tier. Ah, nee. Und ein Tier. Oh, da hinten liegt sogar noch einer. Ein Rex. So, ich pack wieder alles im Schrank da drüben rein. Ja, den einen kannst du mal leben lassen. Vielleicht da können die sich wieder aufbauen, wenn sie... Wahrscheinlich nicht. Wollen sie es nicht, aber... ihr müsst mir bitte nochmal die Adresse durchgeben. Ich kann mir die nicht mehr... 14352. Warte, nicht so schnell. 143. Immer ein Kilo ist auch noch Metall drin. Halt. 1, 4, 3. Ja? 520. Oh, ein Affe bewirft mich hier, glaube ich. Hat nicht funktioniert. 1, 4, 3. 2. Hier. Okay. Hinter der Tür liegt auch noch einer auf dem Boden da hinten. Jo. Das Schild ist aus, oder? Muss ich das reparieren? Ich glaube, da war kein Schild drin. Ja, also. Nicht klauen. Wieder vorbehalt. So, mir wieder da. Ich komme wieder rein. Ne? Dass ich sehen kann, wie viel ich reinpacken kann. Ja, ich wiege nicht viel. Ich wiege 60. So, okay. Ja, in den nächsten 16 müssen wir gucken, ob wir vielleicht Castle Engineers mal angreifen. Das Problem ist halt nur wegen Old Republic dann, ne? Aber ich weiß nicht, wenn wir die, vielleicht kriegen wir die ja sogar dann abgewehrt. Muss man halt mit irgendjemand anders hier zusammenarbeiten. Aber Castle Engineers zu raiden hätte ich eigentlich auch mal Lust, muss ich zugeben. Oh ja. Hätte ich richtig Bock drauf. Ja, Ryan hätte vor allem Bock, ne? Ja. Also wir sind ja eigentlich fast durch, ne? Gibt's hier noch irgendein interessantes Gebäude noch? Nee, ne? Ich bin dann auch noch die da oben auf dieser Landbrücke, aber...
Weiß ich nicht, das glaube ich reicht, ne? Am Ende der Landbrücke steht halt ein Tresor, aber. Echt? Ja. Also ist die Frage, Raketen raushauen oder nicht, ne? Am Ende sind da alle Blueprints drin, übelst fett und so. Ja, ich habe also, nämlich nur einen Blueprint gefunden und das war der Ascendant-Sattel für den Moser. Ach komm, lass den knacken. Haben wir noch C4 da? Bist du schon oben? Habt ihr das hier unten geknackt? Ja, Raketenwerfer und Granaten haben wir auch. Also ich habe bestimmt noch 5 ganze Raketenwerfer. Und 20 Raketen. Sind die Turrets noch an, ja, ne? Die da hinten habe ich weggeschossen, die da erst waren. Wenn das okay. Die waren sind. Füll. Ja, warte, ich muss erstmal runter. So, also wenn ich das richtig sehe, haben wir jetzt den kompletten Loot. Ja. Warte mal, ich tu mal was in den Schlepper rein. Okay, dann muss ich ja nicht nochmal zurückkommen. Bleib mal, liegt das gerade? Scheiße. Ja, ja. Ich bin tot. Nein, du bist nicht tot. Oben. Ess was, Phil. Warte mal, mit dem Schlepper, André. Ihr seid überladen hinter dir her. So, ich bin auch da. Da oben ist noch ein Safe-Quad-Step. What? Den meint jetzt stecke ich hier fest. Wie kommt man denn da hin? Oh nein! Hier ist die Leiter hoch, aber Achtung, Turrets. Alter. Was geht? Ich will jetzt nicht noch sterben. Aua, wo sind denn die Turrets? Ja, oben irgendwie. Los, gib mal Gas. Jo. Warte mal, die Turrets sind aus, da beim David, oder? Willst du nochmal ganz kurz bei Engineers in Channel gehen? Die haben irgendein Problem. Ach ja, links, über uns. Marwurf. Ja. Nicht da, andere, hinter dir, Marwurf, auf dem Berg. Kümmerst du dich kurz drum, Bugs? Ich kann nicht machen. Danke. Wo guckst du denn hin? Hier, ja, da, wo du gerade hinguckst, aber da ganz oben irgendwie wahrscheinlich. Warte mal, ich schieß mal eine Rakete, damit er sieht. Andre, ich stehe bereit mit Schlepper. Ich geh da hoch, ich hab einen Weg gefunden. Okay. Ja, ich bin auch mit Schlepper drüben. Ich komme jetzt auch zurück. Ja, Lutz, da wirst du beschossen. Wartet mal, macht ihr jetzt noch was Lustiges ohne mich, oder? Da ist noch ein Safe oben, den wollen wir noch knacken. Ja, da will ich mit dabei sein. Ja, wo bist du denn? Ja, Lutz, nicht hier. Der Bay ist, weil ich ganze Zeit Zeug rüberbringe. Jo. Ja, dann komm gleich durch Stargate, dann gehen wir da hin. Und wenn ihr von Stargate zu mir guckt, ne, auf der linken Seite oben auf dem Berg, das sind zwei, drei Turret-Stationen. Da gibt's aber nichts Interessantes, glaube ich, ne? Ja. Hier ist halt der Potterring, ne? Hier, wo ich gerade stehe. Habt ihr noch Raketen oder so? Also ich kann noch zum Tanken kommen, ich habe noch ein Schild dabei. Ich habe auch ein Schild, ich weiß halt nicht, wo der Potterring rauskommt, wo die Turrets da stehen. Bist du gerade in unserer Basebeam? Ja. Bringst du bitte den Schlepper wieder mit? Brian, was machst du denn da? Ich bin da runtergefallen auf einmal. André, lass mal näher rollen. Ja, folgt dir die ganze Zeit ein bisschen. Huch. Ich denke mal, viel Munition werden sie ja nicht haben. Da oben. Kann man die fremden Potterringe auch benutzen? Lutz, deine Hose? Oh nein, was ist hier los? Nein! Ryan? Ryan ist down. Okay. Ja. Nicht da hochgehen. Wieso sterbt ihr denn jetzt hier? Ich wusste nicht, dass da noch Turrets sind. Oder dass sie mich da treffen. Ah, Ryan. Und die leider nicht nach oben laufen. Ah. Wollt ihr mal meinen Loot mitnehmen? Oder das okay, Wichtigste davon? Das wäre super. Aber ich habe so viel Rüstung noch gehabt, dass ich da halt hochlaufen konnte. Und in diesem Moment hat es auch gerade eben geleckt gehabt. Und dadurch. Okay, krass, hier für Ryan brauche ich ein bisschen. Füll noch eine Unterstützung. Moment, ich komm. Aber es war mir eine Ehre, mit euch gekämpft zu haben. War echt cool, bis zu dem Punkt, an dem ich mich selbst umgebracht habe. Aber sonst... Am Ende des Raides gegen 3 Turrets versagt. Genau. aus einer Klippe hängen geblieben und dann an Turrets hängen geblieben. Ja, aber ich meine, überleg mal, wie viele Leute ihr insgesamt getötet habt. Lutz hat irgendwie 5 umgebracht oder 6, Maulwurf und 3 oder so und dann jeder irgendwie nochmal einen, außer ich. Das war auch notwendig gewesen. Also mit Old Republic dazugerechnet, waren wir, glaube ich, nicht mal jetzt krass eine Überzahl gewesen, weil wir waren mit Ryan, wie gesagt, so 10 Mann oder so. Ja. Jo. Also, wir haben uns einfach, das war gut vorbereitet gewesen. Hat auch super viel Spaß gemacht, ja. Habt da auf jeden Fall gut vorbereitet. Da kommt man hoch und da schon verschiedene Ebenen und oben ein Gate und alles krass. Das war mein Beitrag, das war die Session der Teleporter gewesen. Ja, aber richtig, richtig cool. So, was soll ich denn hier mit dem Schlepper?
Na dann. Hier zur Gabi. Gabi 2, besser gesagt. Nehmt ihr meinen Loot mit? Genau. Oder ein bisschen was, also, das Wichtige vielleicht. Versucht mal mit der Gabi bis zur Leiter zu laufen. Probiert jemand, hat jemand das Loot von Ryan? Ja, wir haben es mitgenommen. Okay, cool. Na dann, bis nachher. Ciao. Jo, schlaf gut. Jo. Ciao. Ciao. Jo. Achso, Pudel muss ich noch mitnehmen. Hab ich dich mitgenommen? Pudel? Hallo? Mhm. Hast du mich mitgenommen? Ja. Hallo Greta, hallo. Oh, ich brauche einen zweiten Monitor unbedingt. Ich bin gestorben. Hallöchen.